Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem YouTube-Kanal. Es freut mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Lieben Dank für das gute Feedback zu meinem Kanal, das ich immer wieder bekomme. Es freut mich natürlich besonders, wenn ihr die Mühe und die Arbeit, die ich mir damit mache, auch schätzt. Also scheut euch auch nicht, mir einen Gefällt mir Daumen hier zu lassen oder einfach meinen YouTube-Kanal weiterzuempfehlen. Nun, wie aus der Überschrift zu entnehmen ist, möchte ich euch heute einmal einen kurzen Rückblick geben über fast ein Jahr Luftwärmepumpe. Und jetzt geht es mir eigentlich in erster Linie darum, wie viel Strom hat unsere Luftwärmepumpe im heurigen Jahr, und zwar von Beginn März bis jetzt, verbraucht. Und ich habe mir dazu ein paar Daten aufgeschrieben oder aufgenommen. Ich habe meine Luftwärmepumpe am 30. März 2017 gestartet. Damals hatte der Teich eine Temperatur von 12,4 Grad Celsius. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt gewesen. Also im Prinzip kann man sagen, Anfang April, 30. März, dann haben wir den 31. Also ab April kann man sagen, läuft jetzt diese Luftwärmepumpe permanent, um eine gewisse Teichtemperatur zu halten. Ich bin dann so fast mit jedem Tag um ein paar Grad den Teich hochgefahren, habe ihn hochgeheizt. Wir haben auch ein relativ gutes Wetter gehabt zu dieser Zeit, sodass ich dann am 30. April 2017 im Teich eine Temperatur von 17 Grad Celsius erreicht hatte. Also wie gesagt, schrittweise erhöht. Für diese Erhöhung um diese 5 Grad Celsius habe ich in diesem wieder knappen Monat ziemlich genau 50 Euro an Energiekosten gebraucht. Es waren 287 kW. Bei uns kostet das kW derzeit noch circa 17 Cent. Also kommen wir da auf diese 50 Euro. Der nächste eklatante Sprung war dann eigentlich mit 15. Mai 2015, also wieder 2 Wochen später. Da habe ich dann den Teich auf 20 Grad Celsius bereits hochgeheizt gehabt. Bis dorthin haben wir 322 kW verbraucht. Am 19.05. dann auf 22 Grad Celsius, da habe ich 327 kW verbraucht, was jetzt 55 Euro ungefähr entsprechen würden. Jetzt vom Start weg, also vom 30. März. Das ist alles nicht so tragisch, wie ich finde. Nun, über die Sommermonate dann habe ich diese Solltemperatur von 22 Grad Celsius gelassen, und da habe ich einfach ja, dann mehr oder weniger den naturfreien Lauf gelassen. Also alles über 22 Grad Celsius wurde ausschließlich durch natürliche Wärmezufuhr erreicht. Der Teich hatte in der Spitzenzeit im heurigen Sommer, wo es so richtig heiß war, über 26 Grad Celsius. Zwar nur ein paar Tage lang, aber wie gesagt, bis 26 Grad hat sich das Wasser erwärmt. Allerdings muss ich dazu sagen, jetzt gerade im August hatten wir schon extrem kalte Nächte. Wir haben Nächte mit nur 8 oder 10 Grad Celsius gehabt, und das sogar über mehrere Tage hinweg. Wir hatten starke Regenschauer, weswegen jetzt im August eigentlich diese Luftwärmepumpe relativ häufig ihren Dienst verrichtet hat, um meine Solltemperatur von 22 Grad Celsius zu halten. Ja, und mit heutigem Datum habe ich bis jetzt vom März weggerechnet 736 kW verbraucht. Das entspricht einem Wert von ungefähr 125 Euro. Ist nicht wenig, wie ich finde, aber auf der anderen Seite, die Fischen danken es einem, indem man einfach diese ganz wilden Temperatursprünge abfedert. Ich kenne Teiche, die sind jetzt im August auf 18 Grad Celsius abgekühlt. Wenn man denkt, dass man im Vormonat noch 26 Grad, 27, manche vielleicht sogar noch mehr, je nach Teichform und Größe, an Temperatur gehabt haben, so kann man hier mit der Luftwärmepumpe wirklich schon Sorge tragen, dass diese ganz extremen Schwankungen abgefedert werden. Ja, und ich denke, da ist auch jeder Cent einigermaßen gut investiert. Die Fische, sie zeigen es einem mit strotzender Gesundheit. Sie sind agil, vital, und ich habe den Eindruck, dass sie auch gut wachsen. Ganz klar, wenn die Bedingungen stimmen und auch das entsprechende Futter- und Filtermanagement passt, dann können die Fische auch das in Wachstum umsetzen. Ja, so viel kurzes Update zu meiner Luftwärmepumpe.
Ab jetzt im Herbst geht es dann wieder richtig los. Da kann sie dann wieder wirklich zeigen, was sie kann, vor allem ab dem Zeitpunkt, wo der Teich dann abgedeckt wird. Das ist auch immer so ein Punkt, den ich schon extrem merke, wenn diese Teichoberfläche noch abgedeckt ist mit der Winterabdeckung, dann benötigt man wesentlich weniger Energie, um hier eine Temperaturerhöhung zu erreichen. Denn selbst jetzt in den Sommermonaten, wie im August jetzt, wo es wirklich kalte Nächte gehabt hat, also da kann man wirklich am Thermometer zusehen, wie die Wassertemperatur in den Keller fällt. Es ist unglaublich, wie schnell so ein Wasserkörper, der trotzdem immerhin 40 Kubikmeter fasst, auskühlen kann. Vielleicht nur ein Wort zu diesen Superwärmepumpen. Durch meine Videos im Herbst haben sich ja einige angespornt gefühlt, eine Luftwärmepumpe zu kaufen. Es gibt da Anbieter, die mit Leistungszahlen jenseits von Gut und Böse werben. Wie sich in der Mittlerweile herausgestellt hat, oder in der Zwischenzeit besser gesagt herausgestellt hat, werden leider diese Zahlen oft im realen Teichbetrieb dann nicht erreicht. Ob man sich jetzt so eine super Wärmepumpe leistet und sich da wirklich dann den erhofften Effekt dann auch erhält, das steht auf einem anderen Blatt. Ich möchte da auch kein Produkt jetzt schlecht machen, aber ich möchte einfach dazu animieren, setzt euch wirklich hin, nehmt einen Taschenrechner in die Hand und rechnet einmal durch, wie viel Strom kann man für Mehrkosten von einem Gerät letztendlich kaufen. Was muss so ein Gerät tatsächlich dann im realen Betrieb bringen, um diese Kosten in einem einigermaßen vernünftigen Zeitrahmen, diese Mehrkosten in einem einigermaßen vernünftigen Zeitrahmen wieder zurückzubekommen. Ja, und letztendlich bleibt dann natürlich jedem selbst überlassen, ob er sich jetzt so eine super Wärmepumpe kauft mit Kopfzahlen jenseits von 10, mit denen sie beworben werden, oder ob man jetzt zu einem Budgetprodukt greift und einfach sagt, das Geld, was ich mir beim Kaufpreis erspare, das kann ich ohnehin dann in Strom investieren. Wie gesagt, es gibt immer verschiedene Überlegungen dahinter, ist wie bei den Teichpumpen, muss natürlich jeder selber wissen, aber letztendlich hinterfragt kritisch, und wenn es wirklich irgendwie geht, lasst euch bei wirklich teuren Produkten da auch eine gewisse ja, Garantie vom Händler geben, dass das auch funktioniert. Dann hat man zumindest irgendetwas in der Hand, und die Enttäuschung, wenn es nicht klappt, ist dann nicht ganz so groß. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass bei euren Teichen alles okay ist, dass die Fische gesund sind. Bei uns ist im Moment alles super toll, also fast zu schön, um wahr zu sein, aber ich hoffe, das bleibt auch so. Wir wissen alle, das Koi-Hoppe kann morgen ganz anders aussehen. Ich selbst habe es vor ein paar Tagen erlebt, was los ist, wenn man ein paar Stunden Stromausfall hat. Dann hat man ganz schnell etwas Arbeit und manchmal auch das ein oder andere Sorgenkind im Teich. Bei mir ist das Ganze zum Glück glimpflich ausgegangen. Drum toi 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 für eure Koi. Denkt auch daran, jetzt ist die Zeit, die Fische für den Winter vorzubereiten. Also gebt ihnen nochmal genug und ausreichend Futter, stellt ihnen gute Wasserbedingungen zur Verfügung. Ja, und wenn ihr kranke Fische im Teich habt, dann reagiert jetzt noch, bevor wieder die kalte Zeitperiode losgeht. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, alles erdenklich Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Roland O.